Wir haben die Schiedsrichter, die wir haben. Und denen müssen wir jetzt erst einmal Vertrauen schenken und miteinander uns auf klare Regeln verständigen, die eingehalten werden, auch gerade beim Einsatz des Videoassistenten. Darüber hinaus kann man sicherlich sich mit der Frage beschäftigen, ob wir in der Organisation des Schiedsrichterwesens das ein oder andere noch verändern. Aber ich halte jetzt nichts davon, in irgendwelchen Zuständigkeitsfragen das zu verdecken, was eigentlich das Thema ist, dass wir nämlich diesen Videobeweis zum Erfolg bringen müssen. Und darum geht es jetzt zum Beispiel auch bei dem Treffen der Schiedsrichter, der Videoassistenten und der Manager aus der Bundesliga im Rahmen der Länderspielpause.